Also ich probiere zum 10.000. Mal jetzt dieses Video anzufangen. Irgendwann kam der Freund rein, wollte Geld, dann wollte er einen Autoschlüssel, dann wollte er ein anderes T-Shirt, weil ich sitze ja hier in meinem Anziehzimmer. Also jetzt habe ich ihn rausgeschickt und er soll sich ja nicht mal wagen, hier reinzukommen. So, jetzt von vorne. 3, 2, 1, Action! Hallo Leute! Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Logan Longe und ich bin Icke und komme aus Berlin, würde meine Freundin sagen. Lebe jetzt unten in der Schweiz, im Schweizerland, und dieses Video ist total spontan. Ihr werdet euch sicherlich wundern, ich muss glaube ich mal Fenster zu machen, ich höre gerade, wie der losfährt. Kleine Sekunde. So, Fenster ist zu. So, nochmal von vorne. Ich habe den Faden verloren. Seht ihr das da? Und ich versuche das schon den ganzen Abend zu machen. Und ich sehe auch, mein Akku blinkt schon wieder. Oh je. Also, ich habe Flutterlock an und habe mir gedacht, ich setze mich heute hier hin und werde euch erzählen, dass es eine Veränderung auf meinem Kanal geben wird. Juhu, Trommelwirbel. Hört ihr das? Ich habe es gehört. Das ist das Wichtigste. So. Ich habe irgendwie einen Klon gefrühstückt heute. Ich habe gute Laune. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich freue mich riesig auf das, was mich auf mich zukommt. Ihr wisst es zwar noch nicht, aber ich werde euch berichten davon. Auf meinem Kanal wird es keine keine Kinderwunsch-Updates mehr geben. Ich habe dieses Thema vorübergehend ruhend gelegt. Warum, kann ich euch erklären. Mein ganzes Leben hat sich nur um dieses Thema gedreht, die ganzen letzten 3 Jahre. Richtig krass 3 Jahre. Jeden Monat war ich gefühlt schwanger, jeden Monat habe ich gefühlt einen Eisprung gehabt, jeden Monat habe ich gefühlte Schwangerschaftsanzeichen gehabt, jeden Monat habe ich geweint, jeden Monat habe ich wieder meine Regel bekommen, jeden Monat habe ich Früchtetee zur Einnistung getrunken, jeden Monat war ich auf Amazon und habe neue Teststreifen gekauft, jeden Monat habe ich, ach, ich weiß nicht was, ich habe gehabt, alles was Schwangerschaft ist durch, alle Anzeichen hatte ich, jedes Tief habe ich mitgenommen, ich war der größte Kunde bei Amazon, das ist vorbei, vorübergehend, denke ich erstmal. So. Warum, weshalb, wieso, kann ich euch erklären. Also ich muss es mal erklären. Also ich habe heute meine Haare gar nicht gemacht. Ich habe auch noch meinen Flutterlook an. Also so Sportsachen. Und habe mir eigentlich nur ein bisschen was im Gesicht geklatscht, damit ich mit euch reden kann. Damit ihr mich wenigstens ein bisschen angucken könnt. Denn ganz ohne sehe ich ganz, ganz schlimm aus. So. Deswegen, man merkt, ich habe immer geschlossene Haare. Und mich nervt das eigentlich, diese offenen Haare. Obwohl ich so schöne, lange Haare habe. So, ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert. Wahrscheinlich nicht. Okay, gut. Nochmal weiter. Machen wir weiter. So, mein ganzes Leben hat sich darum gedreht und ich habe das Gefühl, irgendwann kam dieses Gefühl in mir, ich habe viel nachgedacht, ich habe mit vielen Leuten mich unterhalten und von vielen Gesprächen habe ich was mitgenommen und kam zu dieser Erkenntnis. Andere würden wahrscheinlich viel früher auf diese Erkenntnis kommen. Ich bin jetzt auf diese Erkenntnis gekommen. Ich möchte endlich wieder leben. Ich möchte frei sein. Ich möchte nicht mehr so unter Druck mich setzen selbst. Und ich habe diesen Druck so doll gespürt. Ich habe nachts Träume gehabt. Ich bin morgens mit diesen Gedanken aufgestanden, bin abends mit diesen Gedanken ins Bett gegangen. Jeder Satz und jedes Gespräch mit Freunden und Familie, alles drehte sich nur noch auf dieses Thema. Und ich möchte das einfach im Moment gar nicht mehr. Ich möchte einfach frei sein. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte so viel lachen wieder. Ich möchte die bunte Welt sehen, die bunte Welt spüren. Ich weiß gar nicht, ob ihr denkt, gerade ich habe einen Dachschaden, aber es ist wirklich so. Ich muss es euch sagen. Daher gibt es keine Kinderwunsch-Updates vorerst mehr bei mir. Ich werde auch in keine Kinderwunschklinik erstmal gehen. Auch zu keinen Ärzten. Ich werde keine Tabletten mehr nehmen. Ich werde nichts. Nichts dergleichen mehr machen. Für mich hat sich grundlegend mein Lebensinhalt geändert. A, habe ich mir vorgenommen, beruflich mich zu verändern, sage ich mal so. Weiter möchte ich darauf erstmal gar nicht eingehen. Und ich möchte privat, ich möchte einfach das Gefühl mit meinem Honey, ich liebe meinen Honey sehr. Ich wusste nie, dass man Menschen so doll lieben kann, auch wir streiten auch mal.
oder wartet, ich zicke auch mal, ist besser gesagt. Er trägt mich eigentlich immer auf Händen. Der macht und tut wirklich, ich habe wirklich den totalen Traummann. Aber ich möchte gerne wie der Paar sein. Ich möchte gerne mit meinem Freund verreisen. Ich möchte mit meinem Freund, ich möchte nicht nur in meinem Kopf dieses Thema mehr haben. Ich möchte mit meinem Freund so viel lebendiger weit wieder sein und weitaus andere Wege gehen. Die Welt ist groß. Ich möchte die Welt endlich bereisen wieder. Und was ich eigentlich auch vorgehabt hätte mit Kind. Ich bin da so, ich plane viel. Wer der mich kennt, ich habe zwei Kinder aus der ersten Beziehung in Berlin. Die leben auch da. Den bin ich auch verreist. Ja. Ich wollte mein Leben, ich hatte das Gefühl, ich habe mein Leben aufgegeben. Und daher steht für mich von nun an fest, es gibt eine Veränderung. Diese Veränderung hat natürlich auch mit mir zu tun. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in Berlin schon einen Hund hatte. In meinen letzten Blogs hatte ich das ja schon erwähnt, dass ich zum Arzt gehe, mir einen Test geben lasse, dass ich einen Therapiehund möchte. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich in Berlin einen Labrador hatte und ich habe mich wieder für einen Labrador entschieden. Ein Labrador-Baby zieht bei uns ein. Nächste Woche, nee, diese Woche Freitag ist es ja schon. Ich freue mich so sehr. Ich kann diese Freude, möchte ich so gerne mit euch teilen und deswegen gibt es auf meinem Kanal vorerst sich alles um mein Labrador-Welpe sich drehen. Ja, wie ich mit ihm rausgehe, wie ich ihn erziehe, den werde ich in meinen Alltagsblogs mit einbeziehen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch für mich. Wir gehen zusammen diesen Weg, entdecken zusammen die Welt vom Hund. Ja, für uns wird es gemeinsamer Travel geben, also wir werden gemeinsam verreisen, wir werden gemeinsamer Spots bereisen, wir werden gemeinsames Leben haben, wir werden ja, gemeinsam lachen, gemeinsam kuscheln, gemeinsam beisammen sein und ja, ich habe für unseren Hund, das ist mein Hund hauptsächlich, irgendwie ist es aber dann trotzdem unser Hund, auch einen Instagram-Account erstellt. Unser Hund wird Cooper heißen. Mr. Cooper ist ein silberfarbener Labrador, hat schöne blaue Augen, passend zu meinen Äuglein. Ist ein Junge und ja, wird Freitag hier mit einziehen. Ich habe alles gekauft schon. Es ist alles da. Ja. Und zu diesem Thema Labrador-Welpe Cooper wird es die Woche nochmal ein extra separates Video geben, was ich alles gekauft habe für meinen kleinen Racker. Und dann werde ich euch am Freitag mitnehmen, wenn ich ihn abhole. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, meine alten Abonnenten, ihr da draußen in meiner Community, ihr bleibt mir trotzdem treu. Und da kann ich nur sagen, auf eine schöne gemeinsame Zeit. Ich bin total glücklich. Mein Freund hat immer gesagt, wenn ich dieses Thema Kinderwunsch hinten runterfallen lasse und mich nicht mehr so konzentriere darauf, dann passiert es schon irgendwann. Aber im Moment ist es so, ich fühle mich total befreit, ich fühle mich erleichtert. Ich möchte gerne beruflich da in eine Richtung gehen. Darüber kann ich noch gar nicht so viel sagen, aber privat möchte ich mich erstmal um mein Labrador-Baby kümmern. Ja, in diesem Sinne, bleibt mir treu, würde mich sehr wünschen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Logan!